Leute, und herzlich willkommen bei der, keine Ahnung, 18. glaube ich, Folge von SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Wir gehen jetzt erstmal, ich zeige euch erstmal, was wir jetzt alles hier machen müssen. Und zwar, da müssen wir dann wieder zurück. Da gibt es einen Funwender, zu dem wir nicht so hinkommen. Da müssen wir was anderes machen. Und jetzt gibt es hier noch eine Aufgabe von Plankton. Und wenn wir hier zählen, sind es 1, 2, 3. Ja, passt schon. Und es gibt dann noch am Ende eine Rutsche. Okay, egal. Natürlich nicht. Ich möchte nur helfen. Helfen, euch alle die Würmer zu zerquetschen. Was hast du gesagt? Nichts. Siehst du diese Laser dort? Ja. Du meinst diese Dinger, die wie Waschmaschinen aussehen? Für deinen kümmerlichen Verstand, ja. Du musst jeden einzelnen von ihnen drehen, um den letzten Teil des Grabens der Finsternis zu bewältigen. Ich hoffe für dich, dass es kein fauler Trick ist. Ja, ich auch. Und da unten gibt es wieder eine Socke, da muss man so machen und die holen. Hab ich. So, und da gibt es jetzt erstmal da, da und da einen Teil. Wir gehen erstmal zu denen da. Wenn wir das machen und sterben, bleibt das aber noch so. Also müssen wir das nicht als 10.566 Mal machen. Wir müssen einfach nur wissen, wo wir waren. Davor schon waren. Wäre schlau. Ich dachte immer früher, dass es eine Rutsche ist und es deswegen schwer ist. So, dann fällt man immer einmal runter. Und dann, piu. So. Passt schon. Wie viele Socken fehlen uns eigentlich? Nur noch eine. Und ich weiß, wo die ist. Also, eigentlich bei Rock Bottom findet man die Socken nie. Also, ich kenne keinen, der die Socken gefunden hat. So leicht. Die meisten machten das, zum Beispiel bei... als ich klein war, konnte ich das nie machen, Alter. Da, die Socken hatte immer mein Bruder gefunden für mich. Der war, ist zu einem Freund einmal gegangen, hatte mein Memory Card mitgenommen und so. Das Spiel auch, und die haben dann beim Internet immer geguckt, wo das ist. Wenn ich mich nicht täusche. Da gibt's jetzt das letzte Gemälde. Oder? Nee, es gibt noch eins. Wo ist denn das andere dann? Keine Ahnung, Alter. Wir gehen lieber nach da. Und jetzt nach da. Der Raketentyp wieder mal. Das wäre geil, wenn er sich selber treffen könnte. Ich weiß nur nicht gerade, wo das andere Gemälde ist, aber... Ah ja, das haben wir schon gesehen. Bei der ersten Folge von Rock Bottom, da gab es ja so ein Gebiet, wo wir nicht hingehen konnten. Und da war auch eine Rutsche mit Mr. Krabs und so weiter. Und da war das Teil. So, dann haben wir den Ausgang jetzt offen. Es gibt nichts, was ein Eichhörnchen nicht schaffen könnte. Ja, gibt nichts, Alter. Okay, haben wir dann auch schon geschafft. Dann Kunstwerke können wir gleich zurückbringen. Wir kommen nur dahin. Ja, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Das ist nämlich da. Und der Ausgang... Warte, ich glaube, das ging so. Da, da ist auch das letzte Gemälde. Ich muss jetzt erstmal gucken, geht das Schleichen und Sende? Was macht Schleichen denn so toll? Okay, haben wir geschafft. Dann falle ich lieber runter, Alter. Wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Okay. Und da müssen wir uns jetzt noch diesen einen Funwender da gönnen. Ich glaube, das ging... Ah, ich weiß, wie das ging. Man muss einfach hier rauf. Und dann so springen. Und dann hält der... tippt sich da fest, also die Tippern hier.
Und das haben wir dann geschafft. Ja. Und dann können wir jetzt da wieder zurück. Und da steht jetzt bestimmt noch was, oder nicht? Ah ja, da hinten gibt es eigentlich einen Teil. Das kann man hier nur mit Sandy machen. Aber das ist auch nicht so leicht. Glaube ich. Warte, da gab es doch einen... Keine Ahnung. Nein. Nein. Und wo war die andere Kiste? Weiß keiner. Ist die schon geöffnet? Ah, ich weiß schon, welche das ist. Und da sollte man hier jetzt SpongeBob werden. So ist es geplant. Okay. Und dann geht man wieder in die Kiste rein, in den Kasten rein. Ich dachte früher immer, dass Schleichen scheiße ist. Aber ist es doch nicht. Ah, so. Und steht das jetzt da? Immer noch nicht. Oh ja. Und wenn wir die jetzt bekommen, dann müsste das eigentlich stehen, was das für eine Aufgabe ist. Das finde ich auch scheiße irgendwie. Wenn ich jetzt zu Start gehe. Ja. Steht da über den Graben der Finsternis. Aber das stand vorhin nicht. Ich glaube, das müssten die irgendwie so programmieren, dass es schon vor diesem Lauf hier ist. Okay. Da sind wir jetzt hier. Dann gehen wir erstmal kurz hier zu Mr. Krabs. Hey, Mr. Krabs, was tun Sie da? Nun, ich hätte schwören können, einen goldenen Pfannenwender gesehen zu haben. Aber ich glaube, er ist diese Rutsche hinuntergefallen. Leicht. Die Rutsche hinunter? Er könnte kaputt gehen. Ich muss ihn retten. Los, oh. Jung, los! Rette den armen Pfannenwender! Los, Jung! Ah, ich dachte, man muss auch Zeit mit Zeit machen. Okay. Rutschen tut gut. So. Dann ist das letzte dann. Aber wir gehen dann erstmal zu Mrs. Puff, zur Drogensüchtigen. Ich habe alle Kunstwerke okay, gefunden, Mrs. Puff. Ich habe jeden komisch aussehenden Stein umgedreht. Sehr gut. Gut gemacht, SpongeBob. Das Museum kann nun wieder geöffnet werden. Hier ist deine Belohnung. Oh. Da. Ich dachte schon, die kommt nicht, die Belohnung. Haben wir alles umsonst gemacht. Läuft. Und, Alter, wie der Himmel ausschaut. Sich zum ersten Mal jetzt. Das sieht geil aus. Ah, da kann ich jetzt wieder. Doch nicht, egal. Dann gehen wir zu Rutschen, tut gut. Geht auch so. Und dann sind wir jetzt durch, Alter. Dieser Scheiße hier. Wieso gibt es eigentlich Zeit? Frage ich mich auch jedes Mal, wo ich das mache, Alter. So macht man das. Also, so machen das die Profis. Wie soll ich dann den beim Seetankwald, Alter, die eine schwere Rutsche da machen? Ich glaube, das werde ich offscreen machen. Dann denken die bestimmt. Dann denken bestimmt alle von euch, weil ich so ein Cheater bin. Nee, bin ich nicht. Ich könnte das Spiel auch mit Cheaten beenden können, aber mache ich nicht. Da ist die eine Socke. Da kommt man auch anders hin. Muss man nicht hinspringen. Früher dachte ich immer, ich muss da hinspringen. So. Das geilste ever. Der kann uns nicht treffen. Das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also wenn ich diesen Weg jetzt nehme, dann kann ich zu dieser einen Socke da gehen. Aber das wollen wir ja nicht. Ich mache dann nochmal die Rutsche, glaube ich. So, wir sind jetzt bei Mr. Krabs. Das nenne ich auf der Zunge rutschen. Danke. Ich schätze mal, all das Zungenwachs hat sich ausgezahlt. So, wir haben alle Pfannwender. Uns fehlt noch die eine Socke hier und dann war es das mit der Aufnahme hier. Ich habe jetzt gerade beim Timer geguckt, deswegen habe ich diese Scheiße hier gemacht. Nur als Info. Okay, da muss man hier
bei der einen Kurve jetzt hier runterspringen. Oder? Nee. Nee, das war nicht diese Kurve. So, ihr müsst dann hier die Kurve noch nehmen und nicht runterspringen. Und dann springt er hier rechts weg. So. Und dann fängt noch, macht die Musik noch weiter und so. Das finde ich voll geil. Und den treffe ich. Ja. Ja, yeah, ich habe ihn getroffen. Läuft bei mir. Die Musik finde ich so geil, Alter. Und so kommt man zu diesem einen Typen hier oben hin. Kommt das wirklich so geplant, oder? Oder kann man das anders schaffen? Ich glaube nicht, dass man... Nee, früher habe ich immer auf dem Stein hier gemacht, aber war ja nicht der Fall. Ja, also Leute, das war's dann mit Rock Bottom. Ich gehe wieder zur Innenstadt, auf dem Einlassheim. So macht man das. Die Folge ist ein bisschen größer geworden, als ich wollte. Ich werde vielleicht noch ein bisschen rausschneiden und so. Ich schneide ja immer. Dann ist bei der nächsten Folge etwas Gewisses angesagt. Und zwar, warte, wo ist das? Ja, die Heldenhöhle. Da müssen wir hier rein. Und bei der Heldenhöhle ist noch eine Socke, glaube ich, drin. Ne? Die haben wir auch noch nicht geholt. Denn bei mit dem Abfalleimer... Also bei der Abfalleimer, bei der nächsten Gegend gibt es nur 2 Socken. Das weiß ich. Ja, also dann tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Das war wieder voll fehl.